Flux FM in digitaler Gesellschaft. Meine Güte, was war das? Was ist passiert? Volker, du bist, also wir müssen erstmal sagen, wir sind hier in digitaler Gesellschaft von Volker Tripp vom digitalen Gesellschaft e.V. Hallo Volker. Hallo. Was ist denn dazu? Ist da gerade was zusammengebrochen? Ja, ich glaube, da ist jemandem was runtergefallen. Da ist jemandem was runtergefallen. Wir können ja sagen, wir sind nicht zu zweit, nur wir sind zu dritt. Genau. Hier ist auch noch einer von unseren Praktikanten dabei, der das Ganze hier aufnimmt, damit wir das uns nachher auch alles auf YouTube anschauen können. Warum schüttelt er den Kopf? Ich bin kein Praktikant. Doch. Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Er will überhaupt gar nicht erwähnt werden. Gut, also wir gucken ihn gar nicht an. Alles klar. So. Wir haben gerade schon über den McFadden und den Europäischen Gerichtshof gesprochen. Warum ist diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für uns alle interessant in Deutschland? Ja, in Deutschland gibt es so ein Unikum, könnte man sagen, was in anderen Ländern in Europa und auch ansonsten auf der Welt nicht gibt. Und das ist die sogenannte WLAN-Störerhaftung. Und das ist genau das, was du gerade eben erwähnt hast. Wenn man hier in Deutschland ein WLAN-Netz betreibt und man öffnet dieses WLAN-Netz, das heißt, man versieht es nicht mit einem Passwort, man versieht es nicht mit einer Verschlüsselung, dann haftet man als Betreiber für Rechtsverletzungen, welche die Nutzerinnen und Nutzer über dieses Netz begehen. Also ganz einfach, jemand geht über meinen WLAN, was ich offen zu Verfügungsstelle hin, lädt irgendein urheberrechtlich geschütztes Stück runter oder bietet es über eine Tauschbörse zum Beispiel zum Download an und das wird dann mitgelockt von Rechteinhabern. Dann bin ich nachher derjenige, der die kostenpflichtige Abmahnung bekommt. Und auf welcher, wir haben ja diese Geschichte, die ganz einfache Geschichte von diesem Tobias McFadden jetzt mal hier erklärt. Worauf basiert denn die Weigerung von ihm, diese Strafe für den illegal runtergeladenen Song dann zu bezahlen? Ja, es gibt eine europäische Richtlinie, die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, auch E-Commerce-Richtlinie genannt. Und in dieser E-Commerce-Richtlinie werden eben Betreiber, die einfach nur Durchleitung von Daten machen, die also nichts weiter machen, als eigentlich einen technischen Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen, ohne die Informationen, die darüber laufen, zu kontrollieren, auszuwählen oder auch näher auszuwählen, wer jetzt genau diesen Zugang benutzt. Diese Betreiber werden durch die E-Commerce-Richtlinie von der Haftung für Rechtsverletzungen von Nutzerinnen und Nutzern freigestellt. Und genauso sieht das eigentlich auch die deutsche Umsetzung dieser Richtlinie vor. Das ist das Telemediengesetz. Allerdings gibt es so eine Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, die nennt sich Sommer unseres Lebens, nach dem Urteil, das der Gerichtshof damals gefällt hat. Und da hat er eben gesagt, naja, also wenn man bestimmte zumutbare Pflichten nicht erfüllt als Betreiber eines WLANs, und dazu gehört eben Verschlüsselung und Passwortsicherung, na dann haftet man trotzdem. Also so ein bisschen Ätsche-Bätsche selber schuld. Ja, richtig. Genau. So, das Landgericht München 1 war sich auch nicht so ganz sicher, wie was es jetzt machen soll, hat sich an den Europäischen Gerichtshof gewendet. War das jetzt wirklich notwendig oder war es überfällig oder... Ja, schon, denn die Rechtslage ist, sagen wir zumindest, unübersichtlich beim Betrieb vom WLANs. Ja, es gibt also teilweise Rechtsprechung dazu, wie sich das verhält für Hotels und Cafés. Dann gibt es wieder Rechtsprechung dazu, wie sich in Familien und WGs verhält, bei Einzelpersonen. Aber das ist alles recht uneinheitlich, nicht ganz genau übersichtlich. Und jetzt wollte das Landgericht München einfach mal wissen, ist denn eigentlich diese Rechtslage, die wir hier in Deutschland haben, vereinbar mit den europarechtlichen Vorgaben? Und genau das war eigentlich Gegenstand dieses Verfahrens, bei dem heute eben der Schlussantrag des Generalanwalts gehalten wurde. Okay, also was meint der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof jetzt? Also die Frage, um die es geht, ist ja, sind WLAN-Betreiber, die anderen Menschen unentgeltlich Zugang zum Internet gewähren, Diensteanbieter im Sinne dieser E-Commerce-Richtlinie? Mhm, was hat er gemeint? Das war zumal die erste Frage. Ja? Also im Grunde könnte man fragen, ist eigentlich die E-Commerce-Richtlinie auf solche Anbieter überhaupt anwendbar? Und? Ja, und ja, sie ist. Ja, das sagt er also ganz deutlich. Auch wenn man nur nebengewerblich, so wie der McFadden jetzt, einen WLAN anbietet, dann fällt man genauso unter die Privilegierung der E-Commerce-Richtlinie wie eben große Access-Provider wie zum Beispiel die Telekom oder Vodafone oder so. Okay, und können Diensteanbieter, die anderen Menschen jetzt lediglich den Zugang zum Internet vermitteln, kostenpflichtig auf Unterlassung in Anspruch genommen werden? Gab es ja, dazu auch was? Ja, der Generalanwalt sagt, das geht nicht. Und zwar ganz klipp und klar. Er sagt, die haften nicht auf Schadensersatz. Auch der Ersatz von Anwaltskosten kann nicht verlangt werden. Auch der Ersatz von Gerichtskosten kann von ihnen nicht verlangt werden. Das heißt, rein technisch könnte man solchen Leuten jetzt doch noch eine Abmahnung schicken, zum Beispiel auf Unterlassung, aber die wären nicht mehr kostenpflichtig. Und gerade das immerhin, also das finde ich ganz wesentlich, denn das ist ja die wesentliche Motivation gerade für Anwälte und so, die sich eben an diesem Abmahnbetrieb beteiligen, dann tatsächlich solche Abmahnungen zu verschicken, weil man schlicht und ergreifend Geld damit verdienen kann. Total. Muss der Betreiber dann sicherheitshalber trotzdem erstmal sein WLAN verschlüsseln und mit einem Passwort sichern? Was würdest du sagen? Also wäre das auf jeden Fall eine gute Idee? Auch dazu hat der Spunar, der Generalanwalt
etwas gesagt, und zwar, nein, das muss er nicht. Er hat also ganz klar gesagt, man kann nicht von dem Betreiber verlangen, dass er seinen Zugang Passwort sichert. Man kann auch nicht von ihm verlangen, dass er zum Beispiel den Zugang komplett abstellt, nur weil irgendjemand mal urheberrechtswidrig ein Stück darüber runtergeladen oder angeboten hat. Ja? Aber war nicht irgendwas mit dabei, so von wegen, dass das empfohlen wird, dass man den Nutzerinnen und Nutzern eine rechtstreue Erklärung abnehmen soll? Wie könnte das aussehen? Ja, das ist eine Sache, die, sagen wir mal, auf deutscher Ebene, gerade bei einem Gesetzgebungsverfahren, was die Bundesregierung gerade betreibt, vorgesehen ist. Und das ist noch gar nicht entschieden. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist eben noch im vollen Gange. Und ob dann tatsächlich am Ende so eine Verpflichtung zur Rechtstreueerklärung mit drin bleibt in dem Gesetz oder nicht, steht zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht fest und wird auch maßgeblich davon abhängen, wie der EuGH dieses Verfahren, dieses McFadden-Verfahren jetzt im Ergebnis entscheidet. Okay, und was bedeutet das nun fürs kostenlose, flächendeckende WLAN in Deutschland? Also wenn die jetzt auch so entscheiden würden wie der Anwalt. Das wäre extrem gut, wenn das passieren würde, denn dann würde der Spielraum sozusagen für Gesetzgebung auf deutscher Ebene doch sehr viel enger. Und all das, was jetzt eigentlich vorgesehen ist auf deutscher Ebene, man möchte, wie gesagt, ganz gerne sowas wie eine Passwortsicherung da rein haben, auch eine rechtstreue Erklärung und verschiedene andere Vorkehrungen, die Betreiber von WLAN-Netzen treffen müssen, all das könnte man dann wohl so nicht mehr machen, sondern weil es nämlich schlicht und ergreifend europarechtswidrig wäre, wenn man es doch täte. Ja. Also müsste eigentlich jetzt ein Gesetz vorsehen, erstens, WLAN-Betreiber werden genauso behandelt, haftungsrechtlich, wie große Access-Provider, also wie die Telekom und so. Sie haften schlicht und ergreifend gar nicht für Rechtsverletzungen, die Nutzerinnen und Nutzer über ihr WLAN begehen. Und also es müsste eigentlich eine bedingungslose Abschaffung dieser WLAN-Störerhaftung her. Okay, also die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die wird Mitte Mai erwartet, ist extrem relevant für den weiteren Verlauf des deutschen Gesetzgebungsverfahrens zur WLAN-Störerhaftung. Union und SPD haben es bisher nicht geschafft, sich auf eine mit dem EU-Recht konforme Gesetzesfassung zu einigen. Sie hoffen nun auf Klärung der Rechtsfragen vor dem Europäischen Gerichtshof. Vielen Dank, Volker, dass du uns das erklärt hast. Mitte Mai werden wir wahrscheinlich wieder drüber reden, wenn dann die Entscheidung steht, und dann sind wir schlauer. Ganz genau. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne.